Ich heiße Andreas Brehme und habe im WM-Finale ein Tor geschossen. Ich liebe die italienische Mentalität. Deswegen gehe ich immer sehr, sehr gerne auch zum Italiener essen, gerade hier in Geretsried. Weil wir ja in Italien gespielt haben mit 10, 12 Spielern. Jeder kannte sich da aus, jeder hat die Sprache gesprochen. Das war wie Urlaub für uns. Was na klar für mich das Größte war, dass ich auch noch in Italien, dass wir Weltmeister geworden sind und ich auch noch das entscheidende Tor geschossen habe. Wir hatten auch das Zeug, wir haben eine super Weltmeisterschaft gespielt. Wir wollten den grünen Abschluss machen. Argentinien, sie hatten keinen einzigen Eckball. In 90 Minuten keine einzige Torschance. Sie haben nur aufs Elfmeterschießen gespielt und in einem WM-Finale ist das halt zu wenig. Und dann wollten wir das Spiel noch in der normalen Spielzeit entscheiden. Der Schiedsrichter hat gepfiffen und dann ist der Elfmeter in der 83. Minute gekommen. Lothar wollte nicht schießen und einer musste ja hingehen und ich fühlte mich relativ gut. Und ich habe mir den Ball geschnappt und das Schlimmste war nur, dass die Argentinier mit den Schiedsrichter diskutiert hatten, haben sie den Ball wieder weggeschlagen und das hat so 7-8 Minuten gedauert, bis ich schießen konnte. Aber ich habe mir das Eck vorher vorgenommen und ich wusste auch, dass der Goikoetxea sehr viele Elfmeter gehalten hat, sonst wären die Argentinier gar nicht im Finale gewesen. Rudi Völler, also unser Stürmer, der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du Andreas, wenn du den jetzt reinmachst, dann wir Weltmeister. Ich habe gesagt, danke, ich werde mir Mühe geben. Und zum Glück war er drin. Wer schießt, ist bei uns egal. Für uns war nur wichtig, dass wir den Titel gewonnen haben. Es war halt ein Spektakel. Ich hab sowas noch nie erlebt. Weil wir haben wirklich alles dafür gegeben, um Weltmeister zu werden. Und sie haben uns hinterher alles zurückgegeben. Wenn man auch bedenkt, Milliarden von Zuschauern schauen dazu bei diesen Elfmeter. Entweder ist man der Trottel oder man ist der Held. Und das ist doch besser, dass man der Held geworden ist.